Wofür sind die hier? Auf die stackst du. Ich erkläre eh gleich nochmal die Regeln. Ich glaube, jetzt bin ich aus dem Bild raus. So, wenn ich mich so dran setze, muss man die danach justieren. Nee, ist noch dran. Ist gut. So, dann... Achso, dann möchte ich den Link... Aber wenn ich sie trotzdem ein bisschen so drehe... Achso, aus der Kamera habe ich auch nicht geguckt. Mhm. Muss ich gleich in Dings gucken. So. Gepostet. So passt es, glaube ich. Okay. So, ui. So, das Spiel kam gerade per PS-Post, habe ich mich schon sehr drauf gefreut. Ist ein japanisches Spiel, sollte eigentlich erstmal gar nicht unter Oink Games rauskommen, weil es halt eine App verwendet und heißt Ninja Cat Food. Wir versuchen, Cat Food, also wir versuchen auf ganz leisen Tatzen Sachen zu klauen. Die Spielregeln sind total simpel, es kommt hier so ein Kreis in die Mitte, den darf man natürlich nicht verschieben oder sonstiges. Wir haben hier drei Aufgaben. Ziel ist es, die wegzubekommen. Und wir dürfen aus der Mitte Chips nehmen und sie dann hier drauf stacken. Für den nächsten Chip, den wir nehmen, der muss mindestens gleich hoch sein oder niedriger. Das heißt, wenn ich eine 5 da liegen habe, kann ich keine 6er mehr nehmen. Wenn ich eine 3 habe, kann ich keine 4, 5, 6 mehr nehmen. Wenn ich keine mehr nehmen kann, höre ich auf und warte, bis die anderen Spieler rum sind. Von den 1er gibt es nur eine, von den 6ern gibt es 6, von den 5ern 5, etc. pp. Nachher wird verglichen, wer den höchsten Turm hat. Der hat sein Ziel erfüllt und der kommt raus. Damit wird sein Turm das nächste Mal ein bisschen kleiner und die App schaltet er auf eine Schwierigkeit schwieriger für ihn. Und sollten sie gleich hoch sein, wer die höchste Summe in dem Turm hat. Wenn der Turm umfällt, dann muss man den wieder aufbauen. Das dauert also auch wieder. Und die App ist natürlich dann der Riesengag des Spiels. Muss ich gleich mal aufpassen, ob die um meinen Arm passt. Die startet man, das ist so eine Browser-App. Und die bekommt mit, wie man sich bewegt. Und wenn man sich zu sehr bewegt, dann muss man jetzt 10 Sekunden warten, bis man weitermachen kann. Und erst dann darf man wieder weitermachen. In der Zeit muss man wieder aus dem Kreis raus und darf dann erst wieder in den Kreis rein. Man darf natürlich immer nur einen Chip klauen. Und das waren eigentlich alle Regeln. Und jetzt spanne ich das Ding hier mal drumherum. Du musst es weiter vorne machen wahrscheinlich. So, oder? Mhm. Und dann würden wir alle mal Start machen. Und dann geht's los. Du bist schon bei Rot. Oh, die Berner macht's ganz vorsichtig. Die hat eine ganz andere Strategie als wir. Nein! Wie schafft ihr das? Boah. Du siehst doch, wo es ist. Auf den Balken ganz sich. Oh, ich weiß nicht, wie ihr das schon hinkriegt. Ist deine App überhaupt an? Ja, natürlich. Ja. Wie kriegst du das hin, dass es sich gar nicht bewegt? Und bei dir geht bei komplett Stopp. Wenn es hier bewegt, guck, passiert es. Ja. Ach so. Ja. Ah, das muss man also. Ah, man muss das leicht nach vorne machen. Ah, boah, das sind ja auch Lernpartien hier. Nein! Okay. Du musst noch stapeln. Ja, ich muss aber kurz warten, bis der Balken wieder weg ist. Ach so, macht die Berner macht das mit einer ganz anderen Taktik als wir hier. Okay, dann machen wir mal Stopp. Die werden dann nebeneinander gestellt. Wer hat den höchsten? Warte mal kurz, ich muss gerade die Brötchen rausholen. Okay. Boah, da ihr gleich seid, habe ich den höchsten. Niki hat den höchsten tatsächlich. Okay, dann kommen die Chips wieder rein. Die Niki darf einen ihrer Mission Chips rausgeben und das ist gleichzeitig auch ein Aufholer, weil wir haben ja jetzt einen Chip mehr auf unserem Stack. Und wenn man das schwierig spielen will, dann dreht man die auch noch um. Das heißt, dann sieht man die Zahlen gar nicht. Dann muss man erstmal gucken, welche Zahlen man sammelt. Muss ich jetzt und die Niki muss jetzt Difficulty +1 machen. Warte, ich komme sofort. Ich mache
Und wir machen gerade, wir holen gerade die Brötchen. So macht ihr das. Das ist, ich glaube, hier bräuchte auch jeder das gleiche Handymodell, oder? Nee, ich glaube nicht. Bloß kein extra Akku, dann wird es ein bisschen schwieriger, leichter. Nee, habe ich nicht. Ich habe ja die ganze Zeit so gemacht. Ich habe dann gesehen, dass die Berner so macht. Das war halt dann das, was mir geholfen hat. Mhm. Das hilft, wenn es nach vorne geht. Nee, also das Handy ist egal, weil... Die App merkt ja, die arbeitet ja mit dem Sensor zusammen, ne? Nee, weil man spannt das einfach so drüber und das Armband wird durchgefädelt. Also dicke Arme sollte man nicht haben. Ja, sonst ist das Armband. Also grundsätzlich funktioniert es genau, aber sonst ist das Armband zu kurz. Die Sensoren sind ja doch nicht gleich. Ja. Also wir haben zumindest alle ein iPhone. Ja. Also die Ben hat dasselbe Handymodell wie ich, daran lag es jetzt nicht. Und die Niki hat gewonnen mit dem, auch ein iPhone, oder? iPhone 6. Ja, dann haben wir sogar alle drei das gleiche Handymodell. Ja. Du kannst ja dann nochmal justieren. Aber es ist doch ein Partyspiel, Udo, da ist es doch, das ist doch egal. Also außer bei einem macht sofort Dings und bei einem gar nicht. Und? Und los. Start. Das war meiner. Dann raus aus dem Kreis, wenn du erwischt worden bist. Die Niki hat es aber jetzt auch deutlich schwieriger. Ne? Also sie hat ja plus eins jetzt bei sich. Das merkt sie anscheinend auch. Dieses Zeitloop, wo du siehst genau, auf welchen Marker sie es gerade abgesehen haben. Jetzt ist sie gleich rum. Okay, dann wird verglichen. Ich glaube, die Berner. Ja, eindeutig. Dann auf die Berner einen Chip abgeben. Sollen wir einmal mal mit Verdeckten machen oder sollen wir das erst machen, wenn jeder ein... Ist Difficulty plus 1 oder Difficulty? Du musst ich habe plus 1 gemacht. Achso, das langt, glaube ich, erstmal. Genau, ja, plus 1 musst du machen. Ich will noch einmal wissen, ob das dann wirklich schwieriger ist. Ich glaube schon, Mandy war es gerade deutlich öfter als vorher. Berner hat ein Kind vom Bauch, sie muss eh vorsichtiger gehen als ihr, das stimmt. Okay. Oh ja, das ist schon empfindlich, ja. Raus aus dem Kreis. Oh, was ist denn jetzt gerade los? Genau. Ach nee. Wer ohne Alarm einen Knoten in die Umrandung machen kann, gewinnt sofort. Okay. Leben am Limit. Den letzten kriege ich. Ja, da kann keiner was machen. Zack. Oh, gleich habt ihr. Wir beide haben gleich. Damit geguckt, wer die höhere Summe hat. Also ich habe 10, 20, 25, 27, 28, 29, 30. 35. Oh. Man muss es noch ein schwieriger machen. Es gibt aber nur noch plus 2. Ja, das langt doch.
Ich finde, dann mache ich minus 1. Wann darf man minus machen? Stimmt, nicht. Stand nicht in der Regel. Wenn du mit Kindern spielst oder was? Ja, oder keine Ahnung. Wenn du merkst, dass einer nur eine Chance hat. Oh. Hm. Das ist aber... Haben wir hier einen guten führenden Einschränker? Mhm. Ja, plus 2 ist schon fies. Gar nicht bewegt. Voll getan. Du hast dich bewegt. Oh, mit Aufstehen ist aber schwieriger, oder? Oh! Also, das geht stark auf die Batterie. Oh. Ich bin bei 20% von paar 70. Bei wie viel warst du denn? Bei wie viel warst du denn vorher? Ja, es geht schon ordentlich auf die Batterie. Ich merke es auch schon. Also nichts, was man den ganzen Abend spielen sollte. Okay. Die Berna profitiert jetzt davon. Nein. Also zu gierig. Ich glaube, ich kann Stopp drücken. Ja, du kriegst keine mehr. Okay. Jetzt hast du wahrscheinlich. Ja, der Andi mal. Ja. Ja. Naja, der hat ja auch als einziger noch keinen. Wie ist der Gummi der Halterung? Gibt es größere oder kleinere Bänder für verschiedene Arme? Nee, es gibt tatsächlich nur den einen. Ich mache hier mal Stopp. Also der Gummi der Halterung, das sind ja so zwei für zwei. Das sind vorgefertigte. Aber es gibt solche Bänder auch zu kaufen für genau. Die dürfen halt nicht zu breit sein, ne? Ja, aber das sind aber die normalen. Nee, das kannst das du hält ja nur, das hält ja nur, genau. Das kannst du stretchen. Ich mache die App mal gerade zu. Also ja, hier kannst du tatsächlich, die in der Anleitung dabei sind, sind die hier, die passen um mein Handgelenk gerade so. Das heißt, wenn du ein dickeres hast, obwohl das hält ja vielleicht trotzdem noch, ne? Ja. Nee, das hält dann das Handy nicht. Aber das kann sein, dass das Handy zu schwer ist, wobei mein Handy schon sehr schwer ist, weil ich einen Zusatzakku dran habe. Ich frage für einen Freund. Ja. Aber es gibt so für Kinder so Lineale, die sind dasselbe Material, die sind länger und breiter. Ja, also definitiv. In der Box sind nur die. Also solche Armbänder kriegt für man so zuhause. Den Standard-Normarm langt es, weil wir haben jetzt hier drei verschiedene Arme. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist meiner mit der dickste. Ja. Das geht. Ansonsten müsste man sich andere Bänder kaufen. Die App selbst unterstützt auch noch einen 60-Sekunden-Modus. Da spielt man einfach, wie viel kriegt man in 60 Sekunden raus unter der Bedingung. Hat sie auch drin. Stimmt. Und sie hat leichter und schwerer. Und ja gut, das geht natürlich auf die Batterie, ist klar, weil du erstmal deinen Screen dauernd anhast und er macht dauernd dieses Motion Tracking. Ja. Genau. Die App muss man nicht installieren, führt man einfach nur aus. Ach so, das mit den Bändchen hatte ich nicht mitbekommen. Nee, das Gummi geht nur ums Handy. Genau. Ne? Und dann fädelst du diese Sprungbändchen, die kennt man, die gibt es überall. Ja. Die tust du hier rein und das geht jetzt um deinem Arm drumherum. So sieht es aus. Das heißt, die kannst du einfach austauschen. Der Wichtige ist einfach nur diese Gummihalterung und die ist ja dann dabei. Und diese Bändchen hier, die gibt es echt in zig Längen. Also die gibt es in 2 Meter Längen und so. Ne? Da müsstest du dir halt abschneiden. Wichtig wäre halt noch, dass es angenehm um dein Handgelenk ist. Das hier ist noch so ein Gummiding. Leicht, damit es nicht so leicht runterrutscht. Ja, ich finde es sackelustig. Das wäre sicherlich nichts, was du den ganzen Abend spielst. Erstmal wegen Handypower. Jeder hat ein Ladekabel dran. Noch ein extra Handy. Aber ich finde, das ist eine Idee, die es so noch nicht gab. Und tatsächlich, ich bin ja eigentlich der totale App-Gegner. Aber wie willst du das anders lösen? Und das wiederum ist für mich keine richtige App, sondern das ist einfach, jeder hat ja einen Motion-Tracker dabei. Genau.
Wenn du natürlich Leute hast, die kein Smartphone haben, ja, sowas gibt's. Und es ist keine App, sondern ein Browser. Genau, es ist keine App, es ist ein Browser. Du hast auf der Schachtel einen QR-Code. Das ist, man kann auch direkt auf die Webseite gehen. Das ist catfood.ninja. Einfach ohne DE oder JP dran. Und dann kannst du starten und direkt hier die Difficulty wählen. Ja, ich finde die Idee total lustig. Das ist süß. Also es ist ein typisches japanisches Spiel, hätte ich jetzt mal gesagt, das ausgeflippt anders ist. Ja. Was man jederzeit mal als Absacker mit Leuten spielen kann, die sonst keine Spiele spielen oder die mal was Lustiges sehen wollen. Was meint ihr? Ich finde es lustig. Ja, auf jeden Fall. Vor allem mit den Schwierigkeiten. Das ist krass, wie eingeschränkt man dann plötzlich ist. Also ich fand jetzt die letzte, den plus zwei, den fand ich halt echt schwer. Der hat ja schon bei jedem bisschen... Die Frage, was macht denn das minus zwei dann? Lass mal gucken. Das macht es einfacher. Das einfacher ist wahrscheinlich... Dauert länger. Also es hilft natürlich, wenn man taktisch, wenn man es im selben Modus lässt und dann sich so taktisch anschleicht, das kann schon sehr krass helfen. Ne? Der Motion-Sensor ist ja der gleiche, es ist ja nur diese, also, bis es reagiert. Sozusagen. Hat uns dann alle drei komplett überzeugt, so als Zwischendurchspiel jederzeit. Ja. Das ist jetzt noch die japanische Version mit englischen Regeln, es soll wahrscheinlich noch eine deutsche Version kommen. Wir stellen euch jetzt alle Oink-Spiele noch mit der englischen Regel vor. Ich habe mich so drauf gefreut und es hat genau das gemacht, was es soll. Es ist ausgeflippt anders und angenehm. Ja. Und schön klein für unterwegs. Und das sind ja alle Eugenspiele. Ja. Ja. Ich schätze mal, Preis wird da wie bei den anderen Eugenspielen allerdings auch so sein. Ich glaube so 15 bis 20. Die machen halt sehr wenig, also sie machen halt ganz viel Luft aus den Schachteln raus. Ne? Es passt wirklich genau das Spielmaterial rein. Ein anderer Verlag hätte es wahrscheinlich in einer größeren Schachtel oder so. Aber ich finde das eigentlich für die Umwelt, hat Steffen Spiele jetzt neulich erst mitgeworben, dass er seine Schachteln auch genauso groß nur macht, wie sie sein müssen. Und wenn sie halt dann teurer sind, weil das Material teurer ist, dann ist das so. Mhm. Und du hast ja bei vielen Verlagen, die Schachtel definiert ja auch den Preis. Ja. Nee, gut. Das war ein Oink-Spiel Ninja Cat Foot. Lustig, ausgefallen und ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir es in den nächsten Tagen kurz zwischendurch spielen. Und ja, jetzt gehen wir Brötchen essen. Sind fertig und dann melden wir uns wieder und wahrscheinlich noch mit einem kurzen kleinen und dann spielen wir Trois Dice. Bis gleich. Trois Dice. Dauert anderthalb Stunden bestimmt dauern. Trois Dice, anderthalb Stunden, dann kann ich das nicht mitspielen. Warte, ich muss gucken. Wo ist es denn? Hier drüben im Raum. Im Kämmerchen. Bis 30 Minuten. Ah ja, okay.